Willkommen zurück zu Diablo 3. Kurz vorweg, mir ist beim Hochladen ein bisschen so einmal Freischalten der Folge ein kleiner Fehler passiert. Ich habe 5 vor 4 rausgehauen. Das habe ich jetzt aber erst gerade gemerkt, dass ich Rocket League getimed habe. Es tut mir sehr leid. Ich konnte das dann auch nicht mehr so rückgängig machen, dass ich 5 runternehme und es dann quasi auf heute hochlade bzw. freischalte, sodass es dann in der richtigen Reihenfolge im Kanal Video Manager Gedöns steht, sondern es läuft halt über die Playlist richtig, aber so im normalen Videoübersichtsmenü ist leider 4 gerade erst rausgekommen. Also wir haben Montag 13 Uhr irgendwas und 5 ist halt schon seit gestern raus. Ärgerlich. Ich habe es aber in den Kommentar von 5 geschrieben, dass 4 zuerst kommt. Deswegen, in der Playlist ist alles richtig. Falls ihr da irgendwas vertauscht habt oder denkt, what? Dann nehmt die Playlist. Easy. Und wir reden jetzt mit Leia. Sie wissen, wo sich das nächste Stück befindet. Ihre Anführerin sagte, es sei an einem Ort, den nur die Urahnen betreten dürfen. Das erinnert mich an den überfluteten Tempel in der Nähe der schwerenden Wälder. Weißt du noch, wie du mir davon erzählt hast, Onkel? Exakt, Leia. Er war einst ein Tempel der Nephalem. Leia, dein Wissen könnte von unschätzbarem Wert sein. Du musst mit unserem Freund hier gehen und ihm helfen, das Schwertbruchstück zu finden. Die Nephalem waren in uralten Zeiten Menschen mit fantastischen Mächten. Die Legenden erzählen, dass sie in der Nähe des Tempels eine schreckliche Schlacht schlugen und dass ihre Geister noch immer miteinander Krieg führen. Die Nephalem sind die Kinder von Dämonen, also von dem Engel. Boah, das war auch in der Zusammenfassung. Fuck, habe ich die Zusammenfassung überhaupt verlinkt? Ich glaube, das habe ich vergessen. Verdammt, ich habe die Story-Zusammenfassung vergessen, aber wenn man googelt, findet man es auch raus. Sie waren das Kind von Lilith. Oh. Doch schon, ja. Onkel Deckard glaubt, dass wir die Erinnerungen des Fremden nur zurückbringen können, indem wir sein Schwert wieder zusammensetzen. Ich wünschte, das wäre nur eine weitere von den verrückten Theorien meines Onkels. Aber ich kann nicht abstreiten, dass mir diese ominösen Ereignisse langsam wirklich Angst einjagen. Auf jeden Fall waren das die Kinder von der Dämonin Lilith, meine ich, und Engel schieß mich tot. Die auch das Sanctuary. Heißt, glaube ich, die Welt. Oder? Oder Sanctuario. Nee, Sanctuary ist, glaube ich, was anderes. Auf jeden Fall. Die haben die Welt hier erschaffen und deren Kinder sind die Nephalem. Die halt natürlich Engel und Dämon so ein bisschen sind. Und der Engel hat dann. Das ist mega die lange Geschichte, Kurzfassung. Das sind die Kinder halt von denen. Das sind halt halb Engel, halb Dämon. Und die sind halt krasse Motherfucker. Gab's dann irgendwann nicht mehr, weil der irgendwie den Weltenstall manipuliert hat, aber bla bla bla. Was? Okay, sie hat gerade was Nettes gesagt, was ich nicht gehört habe, was zu leise war. Sie hat gesagt, etwas scheint sich in ihr zu regen und sie kann es sich nicht erklären. Aha. Was das wohl sein mag, ne? Ach Gott, jetzt kommen wir auch an die Stelle, wo wir ungefähr 80 Mal dran vorbeigelaufen sind. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich den Schlüsselhüter gekillt habe, ehrlich gesagt. Oh, cool. Ihr da, bitte helft! Sie versuchen, meine Freundin zu töten! Ja, läuft, ne? Ja, mach mal die Tür auf, du Idiot. Töten, wenn wir nichts dagegen unternehmen, helft mir, meine Fesseln zu lösen. Und seht selbst. Von wem sprecht ihr? Sie ist nur eine Bauerntochter. Sascha, mit der ich zufällig bekannt bin. Aber sie besitzt eine Reliquie, hinter der die Diebe her sind. Und sicher er auch. Wo ist die Reliquie? Ich gab mein Wort zu schweigen. Okay, wir machen mal. Ich sag. Oh, Leute, ich muss erstmal überlegen. Genug. Lasst Sascha gehen und gebt ihr die Reliquie zurück. Ihr glaubt tatsächlich, was euch dieser Schuft erzählt? Na schön, ihr Narren. Wir werden euch beide töten. Nope, didn't think so. Das Licht in euch. Ich hab da ein starkes Nein-Gefühl bei der Sache. Oh, läuft, ne? Das ist noch
Der Rest der Diebesgilde wird euch finden. Ja, ist ja logisch. Als ob die uns finden. Die wissen doch nicht mehr, dass die Alten hier abgekratzt sind. Ja gut, der ist deutlich besser. Dann können wir den wieder an ihn hier verramschen. Wobei ich glaube, unter die ganze... Ach komm, das ist der besser. So, der Schuft. Die Reliquie, mein Liebster. Ich habe sie versteckt, wie du wolltest. Vater ist misstrauisch geworden. Aber das spielt keine Rolle, sobald wir erst einmal verheiratet sind. Bald ist es soweit, oder? Natürlich, mein Schatz. Schon bald werden wir uns gemeinsam niederlassen und ein ruhiges Leben führen. Die Felder bestellen und Belger, ich meine Kinder großziehen. Aber erst muss ich diese Reliquie verkaufen. Doch leider muss ich dafür mit meinem Freund hier fortziehen. Was? Ihr wollt mich begleiten? Ja, ihr seht so aus, als würdet ihr euch recht gut mit Antiquitäten auskennen. Nun weißt den Weg. Ja, also ich werde den Schuft übrigens Moment nicht mitnehmen, nur so viel Schuber. Das ist eine Fälschung. Bei den Göttern, ich hätte es wissen müssen. Nun ja, ihr seht so aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Und ich will bestimmt nicht hierbleiben, darauf könnt ihr Gift nehmen. Bitte sagt mir, dass ihr nicht in Erwägung zieht, euch darauf einzulassen. Ja, wobei, auf der anderen Seite wären wir dann Mr. Dumbatz hier los. Oh, Captain Obvious. Nenne ich ihn jetzt einfach in Zukunft. Captain Obvious. So. Da ist... Oh Gott. Och, Junge. Und eure Verlobte? Verlobte? Sehe ich aus wie jemand, der heiraten würde? Übrigens, ich bin Lyndon. Was die Folianten über Alaric und seinen Tempel sagen, ist nicht gerade ermutigend. Hey, vor allem, jetzt mal no joke, ich habe doch extra Untertitel eingestellt. Du musst Alaric der Wächter sein. Onkel Deckard hat mir von eurer ewigen Wache über diesen verfluchten Ort erzählt. Ich dachte, es wäre nur eine Legende gewesen. Seid ihr Nephalem? Nein, es gibt seit einem Jahrtausend keine Nephalem mehr. Ha, also eine weitere Legende. Ihr wollt diesen Tempel betreten, was nur dem Nephalem gestattet ist. Wenn ihr die Schlüssel aus ihren Ruhestätten in der Nähe holen und sie zur Öffnung der Tore verwenden könnt, dann werden wir sehen, wer und was ihr wirklich seid. Moment. Ist Alaric nicht der jüngste Sohn, der älteste Sohn von Leoric? Ach man, bräuchte hier echt ein Glossar. Ganz ehrlich, das kotzt zwar manchmal immer jemanden an, aber ich google das jetzt mal kurz. Findet ihr die Schlüssel zu unserem heiligen Tempel? Diablo 3 Alaric. Okay, der Voice Actor muss wohl relativ bekannt sein, sonst googeln immer alle nach ihm. Also hier steht nicht, dass es ist. Ist? Achso, hier die Scheißdaten, Hier assists the player to. The player with the Nephalem Power Crest also finds. Leas thoughts about Nephalem to be highly naive and amusing. Ja, Moment, der Leoric hat ja noch zwei Kinder und das andere hat sich doch genauso angehört. Wenn das Gleichgewicht verloren ist, ändert sich alles. Ja, so war es damals nicht. Ah, nee, Quatsch, das war ja Aiden. Hier, der Vater von Lea war doch der andere. Und der erste eben hatte irgendeinen längeren Namen mit A. Oh, schade, ne? Beschafft euch das Fanal der Ehre. Das Gude sind stärker als die meisten lebenden Toten. Doch sie erwerben ihre Widerstandskraft durch grauenvolle Methoden. Ich finde es ganz nett, wie er sagt, die sind stärker als andere Tote und Toten, die ich die nicht mal gesehen habe. Was? Ich spiele ja gerade Vampyr. Bringt sein Blut. Wie viel Schaden kriegt ihr, wenn ich das da jetzt rein? Oh. Okay, das wird gleich lustig. Oh, wir spielen gerade so. Es erinnert mich an meine Kindheit, als ich mit Onkel Deckard nach verlorenen Artefakten suchte. Das hier erinnert sie an ihre Kindheit.
das. Also das hier. Ach, das dauert mir jetzt gerade ein bisschen zu lang. Kinders, merkt ihr selber, ich muss oder? Mich noch gedulden. So. Easy. Ja, gibt's da unten noch irgendwas? Jawoll, ey. Es braucht noch etwas Zeit. Hallo? Oh Mann, ich hab tatsächlich gerade mich dreimal verklickt, weil ich die Finger auf der falschen Taste hatte. Was denn da los? Oh Mensch, ne? Viel Spaß. Haben wir da vielleicht was Neues für alle von der Explosion? Ach, das ist geil. Das ist echt geil, dass die einfrieren. Das Ziel eures Befehls wird eingefroren. Nee, das ist auch kacke. Den Fleischgollum habe ich gerade erst aktiviert. Was ist das hier? Das ist ein Schadensbonus für jeden Gegner, der mit einem eurer Flüche. Nee. Wenn ihr tödlichen Schaden hattet, werdet ihr stattdessen. Leute, just for the lols, falls wir doch mal sterben. Ach man. Ja. Ein bisschen müde. Ich habe den ganzen Tag, beziehungsweise die ganze Nacht E3-Pressekonferenzen geguckt. Also Fallout 6, hier Bethesda hat Fallout 76 angekündigt, irgend so komisches Mobile Elder Scrolls, und vom 6er haben sie immerhin 10 Sekunden Teaser gezeigt. Ja. Naja, also das denke ich mal, Elder Scrolls 6 wird noch 2-3 Jahre brauchen. Fallout 76 rein Multiplayer wird sicher interessant, aber kann ich mir auch mega scheiße vorstellen. Das könnte so eine DayZ-Sache nur mit Fallout werden. Und ich glaube nicht, dass das so geil ist. Plus, da es irgendwie auch Atombomben gibt und also Nuklearwaffen und keine richtigen Server, sondern man kommt halt irgendwo drauf. Deswegen frage ich mich, wie man sich da überhaupt Sachen aufbauen soll. Okay. Das ist das der Ehre. Wir haben das Licht schon. Ah, nee, was gibt's denn Schönes? Aber voll. Alaric sagt, dass unser Volk die bevorstehende Schlacht überleben kann. Aber ich habe die Wahrheit in seinen Augen ablesen können. Warum hat er mir aufgetragen, das Fanal der Ehre zu bewachen? Diese schlürfenden Ungeheuer schlachten dort oben meine Leute ab. Und ich kann nichts tun, um es zu verhindern. Okay. Ach, ich hab den schon Das ist ja jetzt ärgerlich. Ja, ich find's komisch. Ach so, jetzt weiß ich auch, ich wollte gerade sagen, ich find's komisch, dass Blizzard nicht bei der E3 ist. Es ist eine solch offene und wunderschöne Stadt. Sie lebt vom Handel und neuen Ideen. Es gab immer neue und aufregende Dinge zu sehen oder zu hören. Ja, also ich wollte sie gerade nicht unterbrechen. Ich wollte gerade sagen, es ist komisch, dass Blizzard nicht auf der E3 ist, bis mir aufhört, die haben ihre eigene Scheiße müssen. Echt wissen, ob es Diablo 4 gibt oder einen Add-on. Oder ein Remake vom 2er. Ich bin gespannt. Der 2er war vom Skillsystem her schon interessant, muss ich sagen. Gab es noch den klassischen Skilltree? Ich finde jetzt den hier nicht schlecht. Lol. Aber nur mal schauen, ne? Müssen wir alles gucken. War gerade vertieft und hab was überlegt. Ja. Ansonsten. Was gab's noch bei der E3? Prey DLC, wobei ich Prey nie gespielt habe. Ja, Xbox hat halt einen nach dem anderen, also Microsoft hat halt rausgehauen ohne Ende. Ja, auch von Bethesda kam eigentlich. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, erstaunlich wenig. Der Tempel steht euch offen. Tretet ein und besiegt die Wächter im Inneren. Auch wenn sie meine Brüder sind, werden sie euch dennoch nach dem Leben trachten. Easy, Alter. Wir sind ja schon. Ach, lol. Ja, ich wusste nicht, dass er noch was sagt. Das ist ein Spasti. Ich verstehe jetzt so viel mehr.
Ja, ein Level Up, ich verstehe jetzt so viel mehr, Alter. Gems Diablo sind bis 70, ohne Witz. Oh, der ist nicht in 2 Sekunden umgefallen. Vielleicht auch, weil er hier so ein Level, so ein Lebenscap drin hatte. Ja, okay, also die werden ja jetzt durchaus langsam stärker. Ja, wir stellen das, glaube ich, dann, wenn wir 70 sind, ein bisschen höher. Eure Stärke kann sich mit der unserer stärksten Helden messen. Was denkt ihr nun, was ihr seid? Ein krasser Motherfucker. Ihr betretet nun unser größtes Heiligtum. Ich hoffe, der Geist spricht wahr. Der Weltenstein wurde verändert. Unsere Kinder kommen schwach zur Welt und erreichen kein hohes Alter. Die Dämonin Nereza versprach, ihre Macht wiederherzustellen. Doch hat sie stattdessen in missgestaltete Geschöpfe verwandelt und sie gegen uns in den Krieg geschickt. Vielleicht sterben wir, aber nicht bevor wir sie zurück in die brennenden Höllen geschickt haben. Das ist das, was ich meinte, mit der Weltenstein wurde verändert. Irgendwann waren die halt zu krass und dann hat sich der Engel gedacht, nee, lass mal. Warum würdet ihr ein Gasthaus eröffnen wollen? Die Welt ist so gefährlich. Jeder braucht einen friedlichen, sicheren Ort für Ruhe und Erholung. Eine ist das jetzt ein Spaß? Die Priester von Ratma sind an solchen Orten nicht immer willkommen. Bedauerlich, denn sie könnten uns gute Dienste leisten. Genau darum will ich ja für einen sorgen. Wollen die mich gerade verarschen? Der edle Held hat sich bis hierher durchgekämpft, nur um zu sterben. Ihr irrt euch wieder einmal. Und wen hast du da mitgebracht? Adrias Tochter? Ich spüre Macht in ihr. Aber das spielt keine Rolle. Deine Mutter wird schon bald dein Schicksal teilen, meine Kleine. Das Bruchstück gehört mir. Tränkt diesen Tempel mit ihrem Blut! Was meinte sie damit? Meine Mutter wird mein Schicksal teilen. Könnte meine Mutter nach all diesen Jahren am Leben sein? Sie hat allen Grund, uns zu täuschen. Leid dieser Hexe kein Ohr. Und was ist die Macht in euch, von der sie sprach? Dieser Kampf war zu leicht. Sie spielt mit uns. Wir müssen sofort zurück zu Onkel Deckard. Ich weiß gerade tatsächlich nicht mehr, wie der Storystrang mit ihrer Mutter war. Sehr komisch. Also ich war tatsächlich, muss kurz echt überlegen, wie das war. Ich muss zurückkehren. Ah, wobei, ich glaube, ich weiß es wieder. Ich habe gerade überlegt, aber ich glaube, ich weiß es. So, jetzt gucken wir mal, ob sie noch ein Tagebuch rumliegen hat? Nein. So, dann gucken wir jetzt nach Deckard de Genus. Und da würde ich sagen, wenn der auch nichts hat, dann machen wir an dieser Stelle nochmal Schluss und sehen uns morgen wieder. Bis dann.